Hallo und herzlich willkommen zur GMP1 Fight Week an diesem Montag, den 14. Juni 2021. Mein Name ist Alexander Petzig-Ligorea und präsentiert wird euch diese Sendung von unserem Partner gut7.de. Da könnt ihr auf leckere, proteinreiche Snacks 10% auf euren Einkauf sparen mit dem Code GNP10. In unserer heutigen Sendung dreht sich natürlich alles über die Vorkommnisse am vergangenen Wochenende, also UFC 263. Los geht es dabei im Main Event zwischen Israel Adesanya und Marvin Vettori Teil 2. Und so knapp wie der erste Fight, so knapp ging es diesmal nicht zur Sache. Das war eine mehr als deutliche Energieleistung von Israel Adesanya. Vettori ging zwar nach vorne und hatte ein paar Takedowns, doch gefährlich wurde Adesanya damit nie. Dieser bearbeitete den Italiener aus der Entfernung mit seinen harten Kicks und setzte ihn auch immer wieder mit guten Fäusten unter Druck. Und selbst wenn es mal auf die Matte ging, da war Adesanya auch vorbereitet, drehte die Position, drehte sich in die Guard und kam selbst aus Submissions heraus. Der Champion spielte in den letzten Runden geradezu mit seinem Gegner und machte deutlich, dass es hier einen klaren Klassenunterschied im Käfig zu sehen gibt. Für den 31-Jährigen war das bereits der 10. Sieg im UFC-Mittelgewicht und die 3. Titelverteidigung. Als nächstes soll eine Revanche gegen Robert Whittaker wieder auf dem Plan stehen und da war ja sogar der erste Kampf mehr als deutlich. So langsam muss sich die UFC die Frage stellen, wohin kann und wohin soll die Reise mit Adesanya gehen? Seine einzige Niederlage zog er sich im Titelkampf im Halbschwergewicht zu, als er Jan Blachowicz unterlag. Eine Revanche dieses enttäuschenden Kampfes braucht derzeit wohl niemand. Aber wird es Adesanya reichen, das Mittelgewicht zu dominieren? Nach einem Rückkampf gegen Whittaker könnte eventuell Jared Cannonier, irgendwann vielleicht Darren Till und noch einmal Paulo Costa oder noch einmal Calvin Gastelum auf der Tagesordnung stehen. Bereits gegen Marvin Vettori wirkte der Champion allerdings gelangweilt, musste von seinen Trainern wachgerüttelt werden, wie er nachher zugab. Irgendwie ganz wie das große Vorbild Anderson Silva und auf dessen Faden wandelt der Nigerianer ja jetzt schon. Sollte er im Mittelgewicht bleiben, scheint das alles nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er die Allzeitrekorde der Spinne angreifen kann. Und dann, ja, dann muss man über Adesanya vielleicht sogar als Kandidaten für den GOAT, den Greatest of All Time, reden. Jetzt die Frage an euch. Wo seht ihr Adesanya? Wird er es nochmal im Halbschwergewicht versuchen? Oder wird er einfach so lange das Mittelgewicht dominieren, bis überhaupt niemand mehr übrig ist? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Davon ist Brandon Moreno zwar noch weit entfernt, das dürfte dem Mexikaner allerdings nach seinem Titelgewinn gegen Davison Figueiredo auch ziemlich egal sein. Hauptsache der Sieg und der Titel symbolhaft für das Ende einer langen Reise, das vorläufige Ende muss man sagen. Denn Moreno war die Sensation des Wochenendes, nicht aufgrund des Sieges, Moreno hatte schließlich mit dem Unentschieden im ersten Kampf schon bewiesen, dass er mithalten kann, sondern aufgrund des einseitigen Kampfverlaufs. Denn der mexikanische Boxer kaufte Figueiredo nicht nur im Stand den Schneid ab, sondern dominierte auch den Bodenkampf und brachte den Schwarzgurt dann in der 3. Runde mit einem Rear Naked Choke zur Aufgabe. Ein unglaublich emotionaler Moment für Moreno und auch sehr sportlich von Figueiredo hier, der damit am Ziel seiner Träume ankam und eine weitere tolle Comeback-Story schrieb. Denn Moreno wurde einst bei The Ultimate Fighter kaum für gut befunden und nur als letzter in eines der Teams gewählt. Moreno verlor seinen ersten Kampf gegen Alexandre Pantoja und da dachte man schon, okay, der wird es nie schaffen. Weil sich allerdings jemand in der UFC verletzte, bekam er kurzfristig einen Platz auf einer Fight Night und konnte anschließend sogar 3 seiner ersten 5 Kämpfe gewinnen. Die UFC entließ ihn trotzdem. Als sich die Liga allerdings entschied, das Fliegengewicht doch nicht einzustampfen, holte man Moreno zurück und seitdem eilt er von Sieg zu Sieg. Von seinen letzten 6 Kämpfen konnte er 4 gewinnen und nur gegen Askar Askarov und eben im ersten Kampf gegen Figueiredo holte er ein Unentschieden. Er hielt sich also wirklich komplett schadlos in dieser Zeit und ist jetzt der 4. Fliegengewichtschampion der UFC-Geschichte und der allererste echte Mexikaner auf dem Thron der UFC. Cain Velasquez und Henry Cejudo waren ja Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln. Brandon Moreno ist ein waschechter Mexikaner und jetzt könnte die UFC vielleicht wieder diesen Markt angreifen. Das hat sie in den letzten Jahren nämlich ein bisschen vernachlässigt. Brandon Morenos Geschichte ist wahrhaftig der Stoff für einen Hollywood-Film. Genauso übrigens wie Nate Diaz. Denn wenn der Bad Boy aus Stockton 1 ist, dann auf jeden Fall authentisch. Das hat er in der Fight Week vor UFC 263 wieder einmal mehrfach bewiesen. Dabei machte er schon im Vorfeld gut Stimmung für seinen Kampf gegen Leon Edwards, blieb allerdings selbst dabei tiefenentspannt und rauchte auf der Pressekonferenz vor dem Fight sogar noch einen Joint. Im Duell gegen Edwards lief er zwar 24 Minuten lang hinterher, doch allein die letzten 60 Sekunden reichten aus, um ihn zum moralischen Sieger zu erklären, zumindest nach Diaz' Logik. Denn 2 seiner berüchtigten Stockton Slaps, die schickten Leon Edwards aufs Glatteis und der Engländer wurde dann nur vom Auslaufen der Uhr gerettet. Das ist natürlich ein ganz klarer Sieg für Nate Diaz, denn nämlich dort, wo es wirklich zählt, also auf der Straße im echten Leben, hätte er den Kampf ganz klar gewonnen, zumindest seine Aussage nach dem Fight.
Auf der Straße unbesiegt, das bleibt das Credo der Diaz-Brüder. Und für Nate Diaz soll es in 3 oder 4 Monaten vielleicht schon weitergehen. Die Gegner, die dürften nach dieser Leistung Schlange stehen. Während Nate Diaz den moralischen Sieg für sich verbuchen konnte, ging der sportliche Sieg hingegen an Leon Edwards klar nach Punkten. Damit konnte der Engländer erneut seinen Anspruch auf einen Titelkampf und damit eine Revanche gegen Kamaru Usman unter Beweis stellen. Doch der Champion hat trotz 10 Kämpfen ohne Niederlage und 9 Siegen dabei wohl keine Lust darauf und wiegelte bereits ab, was Edwards nach der Pressekonferenz nach seinem Sieg zu einer Tirade anstachelte. Vor allem Colby Covington war dabei die Zielscheibe, weil der nämlich lieber untätig herumsitzt und auf einen Titelkampf wartet, während sich Edwards im Käfig Gegnern stellt, die andere Kämpfer wahrscheinlich nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Denn Duelle gegen Khamzat Chimaev, Belal Muhammad und eben jetzt Diaz, die sind für die wenigsten Kämpfer sportlich relevant, da die 3 Namen nämlich nicht in der Top 10 sind. Belal Muhammad könnte es nach seinem Sieg über Demian Maia werden. Hier muss man dem Engländer wahrscheinlich recht geben, denn 10 Kämpfe ohne Niederlage in der UFC, das kommt selten genug vor. Wie man die Liga allerdings kennt, darf sich Edwards wahrscheinlich erneut neu im Käfig beweisen. Und da dürfte ein Kampf gegen den Sieger zwischen Gilbert Burns und Stephen Thompson möglich sein. Die beiden treffen am 10. Juli bei UFC 264 aufeinander. In der Zwischenzeit bekommt UFC-Präsident Dana White seinen Wunschrückkampf vielleicht. Kamaru Usman gegen Colby Covington 2. Für White ist das einer der besten Kämpfe der letzten Jahre, nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Und die UFC will unbedingt eine Revanche der beiden. Auch da ist Usman allerdings eher skeptisch. Bevor ich mich an dieser Stelle schon von euch verabschiede, noch ein paar Hinweise für das kommende Wochenende. Da geht es nämlich weltweit zur Sache. Und wir haben nicht nur in Deutschland, sondern auch mit deutschen Kämpfern im Ausland wieder jede Menge Kampfsport. Los geht es bei GMC. Das beginnt schon morgens um 10 Uhr auf GMC TV mit einer Olympics-Veranstaltung, die dann in der 8. Fight Night mündet. Das geht dann um 20 Uhr los. Und dabei ganz druckfrisch, Nico Karlstahl-Lohmann kehrt nach 5 Jahren zu GMC zurück und trifft da jetzt auf den hungrigen Hamburger Selim Agaev. Das Ganze gibt es dann ab 20 Uhr auf GMC TV. Alle Infos dazu auf unserer Webseite. Und wenige Kilometer entfernt wird in Nordrhein-Westfalen auch geboxt, denn Felix Sturm steht wieder im Ring. Er wird seinen 2. Boxkampf seit seinem Comeback bestreiten und dabei auf James Kraft treffen. Das Ganze seht ihr ab 19.30 Uhr auf Bild Plus. Vorher geht es schon ab 18 Uhr in Tschechien bei Octagon Nummer 25 zur Sache. Mit dabei ist auch der Berliner Ader Adas. Er trifft auf Ronald Paradeiser. Checkt dabei unseren Channel in den nächsten Tagen für ein Interview mit Adas ab. Zusätzlich wird auch Attila Korkmaz wieder angreifen. Er geht bei den UAE Warriors in Abu Dhabi an den Start und trifft dabei auf Martun Meshlumian. Allen Kampfsportfans schon mal viel Spaß dabei. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann lasst uns doch einen netten Kommentar, ein Like und ein Abo da. Mein Name ist Alexander Petzig-Ligorea. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.